Jo, Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und heute gibt es mal etwas anderes, denn ich werde euch heute 5 Pokémon aus der Galar-Region vorstellen, die an echte Tiere angelehnt sind, also wo sich Game Freak quasi ein Beispiel dran genommen hat. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und einem Abo, falls du noch nicht abonniert hast. Und jetzt würde ich sagen, gibt es wie immer das Intro und danach legen wir richtig los. Den Anfang macht das Pokémon Kamehameha. Auf den ersten Blick soll es natürlich eine Schildkröte darstellen. Nicht nur, dass sie einen Wassertypen hat, sondern auch einen Panzer, welcher eine normale Schildkröte eben hat. Das Besondere hierbei ist sein zu großer Kopf, denn in der Realität gibt es die Großkopfschildkröten. Das Besondere hierbei ist, dass diese Art von Schildkröten ihren Kopf nicht zurück in den Panzer ziehen können. Und zu ihrem Schutz haben sie an diesen Stellen große Hornschuppen, wie eben Kamehameha, womit es angreifen kann. Machen wir weiter mit dem Pokémon Sensek, welches offensichtlich eine Raupe ähnlich sehen soll. Das Besondere hierbei sind seine großen Augen und seine Stacheln am Körper, welche womöglich dazu dienen sollen, Feinde schneller zu erkennen und diese auch abzuschrecken. Zudem besitzt es eine Farbe, welche auch als Tarnung gelten soll. Es gibt sogar Raupen, die bei Gefahr eine stinkende Flüssigkeit aussondern. Ob es auch beim Pokémon Sensek zutrifft, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall lustig. Machen wir mit dem Pokémon Kubuin weiter, welches natürlich ein Pinguin mit einem Eisblock auf dem Kopf darstellen soll. Das Besondere hierbei ist, dass es sogar im echten Leben vorkommen kann, dass ein Pinguin so etwas bekommen kann. Denn wenn es sehr, sehr kalt ist und die Pinguine kaum noch Wärme bekommen, kann es durchaus sein, dass sich dann eine Eisschicht auf dem Kopf bildet, woran die Pinguine leider auch sterben können. Ja, demnach ist es eine sehr, sehr traurige Anspielung von Game Freak. Ob es wirklich so ist, dass Game Freak nur deswegen dieses Pokémon designt hat, stelle ich in Frage, Leute, aber es kann durchaus sein und deswegen ist es halt, ja, eine ziemlich traurige Geschichte hinter diesem Pokémon. Das nächste Pokémon auf dieser Liste ist Britzeagle, ein Pokémon, welches leider von vielen Leuten gehatet wird, beziehungsweise schlecht geredet wird. Denn viele meinen, dass das Design von Britzeagle ziemlich beschissen wäre und es eine billige Nachmache von Goofer sei. Dem muss ich aber widersprechen, Britzeagle soll hier ganz klein den Seeigel nachempfunden sein, wogegen Goofer eine ganz normale Seegurke sein soll. Der Unterschied hierbei ist, dass die Seegurken total harmlos sind, wogegen die Seeigel sehr gefährlich sind. Die Stiche von Seeigeln führen ja sich quasi wie Stromschläge an, demnach finde ich auch den Elektrotypen von diesem Pokémon mehr als nur gerechtfertigt. Leider hat das Pokémon nicht die besten Werte und keine Weiterentwicklung, dennoch finde ich ein sehr, sehr gelungenes Pokémon mit einem sehr, sehr gelungenen Design. Kommen wir zum letzten Pokémon für dieses Video, nämlich Kloctopus, welches ein Oktopus mit Boxhandschuhen darstellen soll. Das Lustige hierbei ist, dass Oktopus, ja, das ist die Mehrzahl von Oktopus, sollen wohl ziemlich aggressive Lebewesen sein, was ich mir eigentlich nicht so ganz vorstellen kann, aber sie haben schon früher Taucher unter Wasser angegriffen. Und es wurde sogar gesagt, dass Oktopusse damals so groß waren, dass sie Schiffe, also quasi Piratenschiffe, unter Wasser ziehen konnten und somit die Leute daran, ja, gestorben sein. Ob es nur wirklich stimmt, ist, ja, stelle ich in Frage, aber es kann natürlich sein, dass Oktopusse wirklich so groß waren und Schiffe einfach unter Wasser ziehen konnten. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao.